Urlaubssünden Türkei. Die Türkei zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Circa 5 Millionen Touristen zieht es jährlich nach Istanbul, Antalya und Co. Hier locken Kultur, gutes Essen und grandiose Landschaften. Aber auch Fettnäpfchen und Probleme können dir hier begegnen. Teils mit ernsthaften Konsequenzen für dich und deinen Urlaub. Wir stellen dir die 10 größten Urlaubssünden vor, damit dein Türkei-Trip kein Reinfall wird. Sünde Nummer 1. Auf Geldscheine schreiben. In der Türkei wird der Staatsgründer Kemal Atatürk in höchstem Maße verehrt. Beleidigungen und Kritik gegenüber dem bereits 1938 verstorbenen Vater der Türken sind nicht nur tabu, sie stehen sogar unter Strafe. Bis zu 5 Jahre Gefängnis können drohen. Das gilt auch, wenn Abbilder von Atatürk beschmutzt oder beschädigt werden. Bereits das Bekritzeln von Geldscheinen, die den Staatsgründer zeigen, wird als Schmähung gewertet. Vermeide daher unbedingt unüberlegte oder lustig gemeinte Aktionen. Dein Türkei-Urlaub könnte sonst deutlich länger dauern als ursprünglich geplant. Sünde Nummer 2. Alkohol in der Öffentlichkeit. In der muslimisch geprägten Türkei ist Alkohol tabu. In der Öffentlichkeit gilt das auch für Nicht-Muslime. Komme also besser nicht auf die Idee, am Strand oder in der Fußgängerzone ein Bierchen zu trinken. Wirst du dabei erwischt, droht dir eine Geldstrafe von 30 Euro. Das Verbot gilt nur für öffentliche Plätze. In Hotels und Restaurants solltest du keine Probleme bekommen. Sünde Nummer 3. Zärtlichkeiten austauschen. Für frisch Verliebte gilt in der Türkei, haltet euch besser zurück. Zwar ist in großen Metropolen wie Istanbul oder Antalya das Austauschen von Zärtlichkeiten eher kein Problem, auf dem Land sind die Ansichten dagegen deutlich konservativer. Hier solltest du auf das Küssen in der Öffentlichkeit besser verzichten, da es als anstößig gilt. Auch das Flirten mit neuen Bekanntschaften ist keine gute Idee und kann für reichlich Ärger sorgen. Sünde Nummer 4. Steine sammeln. Für viele Touristen sind Steine oder Sand ein beliebtes Urlaubssouvenir. Die Türkei ist in diesem Punkt jedoch sehr restriktiv. Steine und Sand gelten durchgehend als Naturgüter, die sich im Besitz der Türkei befinden und daher nicht ausgeführt werden dürfen. Noch kritischer ist, wenn du von Menschenhand bearbeitete Steine oder Keramikscherben aus archäologischen Stätten mitnimmst. Hier sind hohe Geldbußen und bis zu 10 Jahre Gefängnis möglich. Sei dir bewusst, dass auch gekaufte Souvenirs aus geschütztem Material bestehen können. Hier können dir ebenfalls hohe Geldstrafen drohen. Sünde Nummer 5. Zu viel Haut zeigen. Das heiße türkische Klima verleitet natürlich zu eher knapper Bekleidung. Schulterfreie Tops, kurze Röcke oder enge Hotpants werden aber speziell abseits der Touristenzentren nicht gern gesehen. Schultern und Knie sollten stets bedeckt sein. Auch bei Männern sind kurze Hosen selbst bei größter Hitze eher tabu. Shorts gelten als albern. Beim Betreten von Moscheen gilt für dich Schuhe aus. Willst du nicht barfuß gehen, solltest du daher besser Socken einpacken. Frauen müssen in der Moschee zusätzlich ihren Kopf bedecken. Sünde Nummer 6. Ramadan ignorieren. Während des islamischen Fastenmonats Ramadan verzichten zahlreiche Muslime auf Essen und Getränke. Und zwar von Sonnenaufgang bis Untergang. Darauf solltest du speziell außerhalb touristischer Zentren Rücksicht nehmen. Vermeide es, dein Essen genussvoll in aller Öffentlichkeit zu verspeisen. In ländlichen Gegenden wirst du tagsüber ohnehin nur schwer etwas serviert bekommen. Dafür kannst du dann am Abend nach Herzenslust schlemmen. Achte aber auf folgende Regel. Verlässt jemand den Tisch, wartet die restliche Gesellschaft höflich mit dem Weiteressen, bis die Person wieder zurückgekehrt ist. Sünde Nummer 7. Keine Quittung beim Geldtausch. Beim Geldwechsel von Euro in türkische Lira musst du unbedingt darauf achten, eine Quittung zu erhalten. Nur damit ist es möglich, verbliebene Lira am Ende deines Urlaubs wieder in Euro zu tauschen. Ohne Quittung ist der Geldwechsel nicht erlaubt. Die türkische Währung erhältst du aber auch an jedem Bankautomaten, meist zu besseren Wechselkursen. Achte aber auf mögliche Auslandsgebühren deiner Kreditkarte und die lokalen Automatengebühren. Hier kann es schnell teuer werden. Sünde Nummer 8. Direkt zum Punkt kommen. Deutsche Touristen sind sehr oft direkt. Probleme und Anliegen werden meist sofort und ohne Umschweife angesprochen. In der Türkei kann diese Art der Kommunikation als ziemlich forsch empfunden werden. Orientiere dich daher besser an den örtlichen Gepflogenheiten und respektiere den anfänglichen Smalltalk, bevor du dein Anliegen vorträgst. Aber Achtung! Vermeide dabei Themen wie Politik und Religion. Außerdem gilt, ältere Menschen werden aus Respekt nicht unterbrochen. Sünde Nummer 9. Falsch feilschen. Der große Basar in Istanbul ist weltbekannt und ein absoluter Touristenmagnet. Das Feilschen um einen guten Preis gehört hier zum guten Ton. Dabei kannst du aber einige Fehler machen. Grundsätzlich ist das erste Angebot des Händlers viel zu hoch. Es direkt zu akzeptieren wäre ein kapitaler Fehler. Dein Gegenangebot sollte bei etwa der Hälfte des Anfangspreises liegen.
Bietest du noch weniger, kann es als respektlos empfunden werden. Auf dein Gegenangebot folgt ein Smalltalk-reiches Hin und Her. Am Ende solltest du mit viel Geduld und Freundlichkeit einen Rabatt von mindestens 25% aushandeln können. Ein absolutes No-Go ist, einen bereits akzeptierten Preis doch nochmal nachzuverhandeln. Damit machst du dir auf dem Bazar keine Freunde. Sünde Nummer 10. Daumen nach oben. Du bist mit deinem Essen sehr zufrieden und willst deine Begeisterung dem türkischen Koch mitteilen? Dann verzichte besser auf einen nach oben gereckten Daumen. Diese bei uns sehr positiv gemeinte Geste gilt in der Türkei als Phallus-Symbol. Bewegst du dabei deine Hand auch noch auf und ab, kann das als Aufforderung zu homosexuellen Handlungen interpretiert werden. Dein nett gemeintes Lob kann also schnell für eine überraschende Wendung sorgen. Du kennst noch weitere Fehler, die man im Türkei-Urlaub auf gar keinen Fall machen sollte? Dann schreib uns gerne einen Kommentar. Um künftig kein Video von uns zu verpassen, klicke auf den Abo-Button. Bis zum nächsten Mal, dein Marco Polo-Team.